Seitdem ist, ich gebe mein Ehrenwort, eher eine Bekräftigung, wo alle wissen, das stimmt nicht. Herr Ströble, Sie stimmen Sie der Beobachtung zu, dass sich immer mehr Menschen von etablierten Parteien abwenden? Ja, das ist ganz eindeutig so. Die Politiker, die Politik ist in Verruf. Alle Umfragen ergeben, dass der Beruf mit dem wenigsten Vertrauen der Bevölkerung ist. Und ich denke, die Bevölkerung hat recht. Warum? Naja, weil Politiker immer wieder Anlass geben, sich so zu verhalten, wie sie sich im Privatleben nie erlauben könnten, sich zu verhalten. Also wenn jemand sagt, heute sagt im Wahlkampf, dass er auf gar keinen Fall das und das tut, zum Beispiel die Mehrwertsteuer erhöhen, und 3 Wochen später verkündet er, dass das selbstverständlich ist, dass jetzt die Mehrwertsteuer nicht nur um 1 oder 2%, sondern um 3% erhöht wird. Was sollen die Leute denn dabei denken? Also wenn er das mit seiner Ehefrau oder seinen Verwandten machen würde oder seinen Kindern, die würden sagen, hör mal Papa, dir glaube ich kein Wort mehr. Gehört die Lüge zum Handwerkszeug des Politikers? Leider scheint es so, dass das häufig so ist. Ich glaube, das muss sich ändern. 2008, 5. Oktober. Kanzleramt. Die Kanzlerin zusammen mit Peer Steinbrück als Finanzminister sagen den Deutschen, die privaten Ersparnisse sind sicher. Worin bestand denn die Fehlinformation? Ja, weil das nicht stimmt. Also weil sie das gar nicht garantieren konnten, und sie haben gesagt, wenn sie gesagt hätten, wir werden uns bemühen, wäre das ja in Ordnung gewesen, dass die Spareinlagen sicher sind, die Privateinlagen sicher sind. Aber sie konnten das gar nicht wissen, das wussten sie natürlich auch. Und deshalb haben sie ja nachher dann auf meine Anfrage hin im Bundestag gesagt, ja, die Kanzlerin hat das nicht rechtlich, verbindlich gemeint, sondern politisch. Also es war eine politische Aussage, dass sie es gerne so hätte. Und was macht den Unterschied? Na, dass das eine was ist, auf was sie die Bürger und Bürgerinnen verlassen können, dass sie dann nachher sagen können, die Kanzlerin hat es versprochen, jetzt gehe ich zu Gericht und klage das ein. Und das andere heißt, naja, stellt man nach, es war doch nicht ganz so. Lassen Sie uns über einige zeitgeschichtliche Situationen sprechen in Wahlkämpfen. Für mein journalistisches Leben 1987 ein tiefer Einschnitt war die sogenannte Kieler Affäre oder auch Barschel Affäre. Haben Sie damals Uwe Barschel eine Lüge zugetraut, also bevor diese Affäre öffentlich wurde? Als Herr Barschel auch in der Pressekonferenz gesagt, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, der ganzen Pressekonferenz der Öffentlichkeit der deutschen Bevölkerung. Da habe ich gedacht, das muss wohl stimmen, weil so dumm kann er gar nicht sein, dass er jetzt sein Ehrenwort gibt und anschließend stellt sich heraus, das stimmt nicht. Ich war dann geschockt, als es kurze Zeit später rauskam, dass das Ehrenwort ein gebrochenes Wort war. Und das wusste er ja schon, als er das gesagt hat. Seitdem ist, ich gebe mein Ehrenwort, eher eine Bekräftigung, wo alle wissen, das stimmt nicht. Das ist also Ehrenwort, was ja eigentlich früher, da haben sich Leute für erschießen lassen, in früheren Jahrzehnten, weil sie ihre Ehre da verpfändet hatten. Das ist inzwischen nichts mehr. Ich komme zu einem Bundestagswahlkampf, 1990, der erste Gesamtdeutsche. Helmut Kohl, Vater der Einheit, steht so gut da wie in seiner ganzen Kanzlerschaft nicht und muss sich aber trotzdem um die Wiederwahl sorgen und verspricht den Ostdeutschen künftig blühende Landschaften. Wie wirkte das auf Sie? Ich war damals Parteivorsitzender der Grünen und hatte mit wenigen anderen Politikern, auch in der SPD, zu dem schnellen Vereinigungsprozess sowieso eine andere Auffassung. Und ich war der Meinung, dass es aus vielerlei Gründen, natürlich alle die Einheit wollten, ist ja richtig, das wollte ich natürlich auch, und die Mauer weg und keine Grenzen und dass auch die DDR-Bürgerinnen und Bürger reisen können, wie sie wollen.
auch umziehen in die Bundesrepublik, aber dass das Zeit braucht und dass es ganz erhebliche Probleme gibt, wenn man das zu schnell macht. Und jetzt sagt Kohl, macht euch keine Sorgen, ich verspreche euch blühende Landschaften. Er hat damit mit dafür gesorgt, dass unendlich viele, die das geglaubt haben, die gedacht haben, na, der hat das alles so gut jetzt gehandelt, der ist glaubwürdig, dass die bitter enttäuscht worden sind. Und das ist ja immer das Schlimme bei solchen Sachen, dass es dann weit über das hinausgeht. Jeder sagt mal was, was dann vielleicht nicht ganz eintritt. Aber gerade hier in dieser Situation, wo ja eine bestimmte Befürchtung und Angst auch da war, dass wenn er sagt, macht euch keine Sorgen, blühende Landschaften, dass dann die Enttäuschung umso größer ist. Im Wahlkampf hat er als Parteivorsitzender, als Kanzler, der wiedergewählt werden wollte, den Deutschen gesagt, mit uns, mit der CDU, wird es keine Steuererhöhung im Zusammenhang der Einheit geben. Und dann wurde er wieder gewählt und wenige Wochen später ist genau das eingetreten, was er vorher abgestritten hat. Der Solidaritätszuschlag wurde eingeführt. Könnte ich erstmal in Erinnerung rufen? Ja, das natürlich kostete diese schnelle Einheit sehr, sehr viel Geld. Das konnte man vorauswissen, vielleicht nicht die genauen Zahlen, aber damals ist ja die schnelle Einheit unter anderem damit begründet worden, dass sonst Millionen aus der DDR nach Westdeutschland in die Bundesrepublik gehen und dass das zu ungeheuren wirtschaftlichen Problemen auch führt. Inzwischen wissen wir, es sind trotz der schnellen Einheit sehr, sehr viele und Millionen in den Westen gegangen. Und dieses Versprechen hatte ja, das sollte ja die Bürger gerade in den alten Bundesländern, also in der Bundesrepublik Deutschland beruhigen, macht euch keine Sorgen, so teuer wird das nicht, das war falsch. Und ich glaube, dass das sowohl Herr Kohl als auch seine Berater wussten. Und wenn sie trotzdem was anderes gesagt haben, dann war das unverantwortlich. Weil man hätte gerade in dieser Situation der deutschen Bevölkerung durchaus sagen können, das wird teuer, aber es ist die Sache wert. Kommen wir mal zu dem nächsten Bundestagswahlkampf 2005. Angela Merkel möchte Bundeskanzlerin werden und stellt den Deutschen eine Mehrwertsteuererhöhung von 2% in Aussicht. Mutig. Die SPD sagt mit uns keine Mehrwertsteuererhöhung. Vielleicht können Sie das mal schildern, was es für eine Situation, was für ein Versprechen war und wie es ausging. Ja, die CDU unter Führung von Angela Merkel hat unter Beratung sehr bedeutender Finanzfachleute gesagt, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl rein Wein einschenken. Wir machen es ganz mutig und sagen, wir brauchen mehr Geld für die vielen Aufgaben des Staates, was ja wahrscheinlich sogar richtig war. Und bei uns gibt es eine Mehrwertsteuererhöhung um 2%. Und die SPD führt dann dagegen einen Wahlkampf und sagt, die wollen euch das Geld aus der Tasche ziehen. Wählt nicht die, sondern wählt uns. Bei uns gibt es keine Mehrwertsteuererhöhung. Und ich glaube, dass das für viele auch eine wahlentscheidende Aussage gewesen ist. Das hat unter anderem dazu geführt, dass ja die SPD bei der Wahl damals gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, wie man das zunächst vermutet hatte und wie das zunächst Umfragen ergeben hat. Und plötzlich nach der Wahl war die Große Koalition angesagt. Die SPD ging mit der CDU zusammen und hat nicht nur die 2% Mehrwertsteuerhöhe, die die CDU angekündigt hatte, vor der Wahl mitgemacht, sondern hat noch eins draufgelegt, hat um 3% erhöht. Und das war natürlich ein Desaster. Ich habe das auch in vielen, vielen Diskussionen auf der Straße immer wieder gehört. Die SPD hat gesagt, naja, jetzt muss man auch Kompromisse schließen. Ja, es ist ein Kompromiss, wenn die eine Seite sagt, wir erhöhen die Mehrwertsteuer um 2% und die andere Seite sagt, kommt gar nicht in Frage, ist nicht erforderlich. Und dann erhöht man um 3%. Das ist, glaube ich, kein Kompromiss, sondern das zeigt, dass schon vorher die Aussage falsch war. Zynisch. Sehr zynisch war.